Grüß Gott, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 5. Mai. Das ist der Gedenktag des heiligen Godehard oder Gotthard. Der lebte um die erste Jahrtausendwende, kam als Kind armer Pachtbauern in Reichersdorf in Niederbayern zur Welt, wo die Eltern Land des uralten Klosters Niederalteich bewirtschafteten. Das Kloster wurde auf den begabten Jungen aufmerksam. Das ist eine Geschichte, die sich Gottlob tausendfach wiederholt hat und wichtig wurde für das Wachsen der Bildung in unserem Land. Und dann machte er dort seinen Weg, wurde dann auch Abt in dem zum Benediktinerkloster auf kaiserlichen Befehl umgewandelten Chorherrenstift und setzte die kluniazensischen Reformen dort durch und kam auch nach Herford im südlichen Niedersachsen und nach Tegernsee ins ebenfalls berühmte Benediktinerkloster, überall als Abt. Und da war man natürlich auf ihn aufmerksam und dann wurde er so in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts Bischof von Hildesheim. Er muss ganz außerordentlich freundlich und liebenswürdig gewesen sein, hat sich sehr für Bildung engagiert, für Kirchenbau und war, so heißt es im Schott, ein großer Kinderfreund. Und man fragt sich, wann man sowas mal wieder sagen kann, ohne einen zweiten Gedanken daran zu heften und sich zu denken, ach du lieber Himmel, kann man sowas noch sagen? Der Bischof war ein großer Kinderfreund. Ja, also der Ruf seiner Gutheit und Freundlichkeit geht jedenfalls durch die Jahrhunderte und der ist der Patron des Bistums Hildesheim. Das Evangelium, da geht es immer tiefer in die Abschiedsreden Jesu hinein. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Also die Belastbarkeit und Tragfähigkeit der Christen, so verstehe ich dieses Wort des Herrn, hängt damit zusammen, dass der Heilige Geist in uns wirksam ist und gleichsam in uns eine Struktur einzieht, die uns auch imstande macht, die Wahrheit Gottes in unserem Leben zu sehen und sie umzusetzen. Ohne mich könnt ihr nichts vollbringen, sagt Jesus, und da er zwar da, aber nicht mehr hier ist, sind wir auf seinen Geist angewiesen, dass wir mit dem Geist Jesu das vollbringen können, was uns bestimmt ist und womit unser Leben reich und sinnvoll wird. Und dann noch einmal dieses Motiv, das ich jetzt immer wieder entdecke, wo ich einmal darauf aufmerksam geworden bin. Der Geist kann die Menschen, die sich ihm öffnen, in die ganze Wahrheit einführen, weil er von denen nimmt, was Christi ist. Er bringt nichts aus sich hervor, er produziert sich nicht, sondern er nimmt von den Gütern Christi und die Güter Christi sind die Güter des Vaters, auf die Jesus freien Zugang hat. Also in Gott gibt es eine unendlich großzügige und neidlose, ohne Abgrenzung freigegebene Austauschgemeinschaft. Es ist ein Geben und Nehmen, dass es nur so eine Freude ist. Und keiner hat Angst davor, irgendwie übervorteilt zu werden oder am Ende schlechter dazustehen, so wie es im mythologischen Götterhimmel schon mal öfter ist, dass die sich also das Schwarze unterm Fingernagel nicht gönnen oder irgendwelche Racheaktionen gegeneinander führen und dergleichen mehr. Das ist alles in den Himmel projizierter menschlicher Quatsch. Und die Dreifaltigkeit ist davon frei und daraus schließe ich, dass das wirklich von Gott kommt und uns von Gott offenbart ist und auch aufgemacht ist, buchstäblich, weil wir sollen ja in dieses Leben der Dreifaltigkeit, dieses neidlose und furchtlose Leben der Herrlichkeit Gottes, in das sollen wir immer tiefer hineingeführt werden. Gott segne und behüte Sie alle.